Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Letztes Mal Schlossmission gemacht, leider verkackt. Tja, 63. Runde wie immer eigentlich, die Todesrunde. Ja, machen wir mit den... Nee, nicht Tagesdauer, sondern gehen wir weg, ey. Mit den zufälligen Missionen weiter. Okay. Belohnung 73. Absolviere Schalter bis Runde 60 und benutze dabei nur 4 von jedem Turm. Wurfpfeilaffen, Scharfschützen, Affen, Bumerangwerfer und Mörsertürme. Ich mag keine Mörsertürme. Warum zwingen die mich mit dieser Scheiße zu benutzen? Probieren wir es mal. So, einen kriegen wir ja sowieso. Oder einen haben wir umsonst. Warum auch immer wir einen umsonst haben, nur. Aber okay. So, definitiv hier 2, denke ich mal, hinsetzen. Passt da rein. Verdammt, ey. Gut, hier passen aber mindestens 2 rein. Na, wobei ich ihn hier hinsetzen wollte, würde. Dreckige Rohre, ey. Nehmen so viel Platz weg. Doch, da war was. Ich hab's gesehen. Lüge mich nicht an, da war's gewesen. Da bin ich doof. Okay, jetzt ist es nicht mehr da. Spannend. Ich sehe nicht mehr von mehr, wer schwarz ist. Und doch, da war es gewesen. Es ist immer wieder da und immer wieder weg, Alter. Was ist los? Ich kann ich hier nicht hinsetzen, ey. So ein Scheiß. Ich will den Scheiß Bumerangwerfer einsetzen. Komm schon. Das Scheiß betrollt mich, ey, leckt mich. Okay, dann werden wir noch ein paar Scharfschützen hinsetzen. Die werden wir dann gleich mal aufrüsten hier, generell. Das sollte eigentlich keine schwierige Mission sein. Ich meine, die Dings sind schon ziemlich... Achso, genau, wir haben ja 2-4, die Limitierung. Gucken wir mal. Dieser dreckige Bumerangwerfer, ja. So fett. So ein Mörserturm kann man auch noch machen, aber die werde ich nicht hinsetzen, weil die scheiße sind. Hat auf jeden Fall sehr viele von denen hier hinsetzen. Aber ihr kennt es ja schon. Meine Vorliebe für Wurfpfeilaffen. Ah, da muss ich auf jeden Fall bei allen drei erstmal die biomischen Bumerang auch noch aufrüsten. Aber da haben wir noch Zeit für. Was natürlich problematisch wird, sind die Moabs. Die müssen wir auf jeden Fall von den Scharfschützen killen lassen. Wobei wir natürlich den Superaffen-Fanclub. War das nicht so? Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja nur 4 Tower von denen hinsetzen. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ey. Es kriegt die Krise hier bei dem Spiel. Okay, aber zumindest kann man super aufgefangen. Vielleicht hätte man es dann hier hinten irgendwo hinsetzen sollen, aber egal. So, komm, hier bringen wir Muscherbumerang. Und Turboladung, Gut, das können wir vielleicht auch gegen die Dings benutzen, gegen die Moabs, aber ich weiß nicht so recht. Bis Runde 60, das heißt, wir müssen ordentlich viele Moab-Runden durchhalten. Da wollte ich ihn sowieso hinsetzen. So, der hat schon 15 zerstört. Wow. Heftig. Macht mich richtig neidisch. Ja, den Mörserturm will ich halt nicht hinbauen, weil er einfach total Käse ist, finde ich. Ich mag ihn nicht. Vielleicht habe ich sein volles Potenzial auch noch nicht entdeckt. Kann auch sein. Aber ich mag ihn trotzdem nicht. Oh, hier, komm, Vollmantelgeschoss. Ach, Keramikballon schon auf Stufe 40. Ist interessant. Wo kommt das denn her, Mensch? Zwei ohne Schnellfeuer und zwei mit Schnellfeuern. Bei einem Mob bin ich so gefistet eigentlich. Das ist, ja. Ja.
Aber wir haben hier noch 0,50, sollten wir auf jeden Fall auch noch sparen dafür. Ah. Aber die werden wirklich fett zerstört, die Gegner. Das ist krass. Was ist das? Ist das schwierig? Ich glaube, es ist schwierig, ne? Weil hier kostet eine der Little Position 4000 statt 3600 oder 3200. Teuer. Sehr teuer. Nächste Runde kommen Moab. Keine Ahnung, wie ich den killen soll, aber okay. Schauen wir mal. Ich war schon irgendwie hin. Das ist eine komische Mission. Schwierige Mission. Definitiv. Ach, für die Moab brauche ich später auf jeden Fall noch den Moab-Krüppel. Doch, keine so große Katastrophe. Ja, auf jeden Fall noch biomischer. Ja, Turboladung wäre schon nicht schlecht. Boah, da haut schon echt gut rein, oder? Krasser Shit. Kann das leider nicht mehr Tower setzen, das ist schade. So eine Turboladung, ich weiß nicht, ich werde erstmal meine Dings aufrüsten, meine Scharfschützen. Ich finde die wichtiger gerade. Einzelschütze statt hier Massenschaden dann zu machen. Gerade halt für die Moabs und so weiter. Ah, wunderbar. Auf jeden Fall. Obere war mir. Krüppel, ne? Moab-Krüppel. Dann sollte man auf jeden Fall den linken. Ich werde jetzt erstmal einen, denke ich mal, auf Moab-Krüppel aufbauen. Boah, heftig, Alter. Diese Bumeränge sind so stark teilweise. Das denkt man eigentlich gar nicht. Weil es halt Bumeränge sind, ne? So, Deadly Precision. Und das ist der Moab-Krüppel 2500. Ein bisschen teuer, aber der lohnt sich definitiv, wenn sie halt wirklich gestunt werden können. Na, wie heißen sie denn? Die Moabs. Oder Zeppeline. Als Oberbegriff für Moab, BFB und Somk. Zerstört! Ja, das ist das Gute, die Keramikballons können teilweise sich gar nicht entfalten, weil einfach meine Scharfschützen nicht schon instant töten. Aber das ist gar keine schwierige Mission, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Moab-Krüppel überhaupt brauchen. Für den BFB natürlich sehr interessant später. Oh mein Gott. Okay. Das ist aber in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wie viel ihm verloren. Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel wir am Anfang hatten. Okay, das waren zwei Moabs, glaube ich, hintereinander gewesen. Deswegen teilweise auch der Moab-Krüppel. Da kommt schon wieder der nächste. Ja, okay, das war's wahrscheinlich gewesen. Nö, doch nicht. Easy. Na, da unten ist scheiße, ist das. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Ah, wobei. Ein paar Leben verloren, ja. Soll ich wirklich den Moab-Krüppel machen oder soll ich die nicht lieber aufrüsten? Eigentlich würde ich lieber aufrüsten, ehrlich gesagt. Ja, komm, wir rüsten sie auf. Finde ich wichtiger. Jetzt. Ja, meinetwegen kommt halt. Es ist halt doof, wenn so viele Moabs dann durchkommen oder wenn so viele Moabs generell kommen. Aber wenn sie halt eher zerstört werden, können natürlich die Bloons, die da drin lauern, noch schneller zerstört werden. Na, seht ihr schon. So ein super Affe-Fanclub wäre wirklich nicht schlecht für Runde 60 für den BFB dann. Aber ich weiß nicht, ob ich so viel Geld kriege. Ja, doch, hätten wir schon Feuer machen sollen. Hätten wir auf jeden Fall sehr viel Leben gespart. Bam, bam, bam. Ja, die Keramik ist das Gute, die können sich halt wirklich nicht entfalten. Das ist ja das Schlimme an den Keramik. Weißt du, die haben so viel drinne, die haben so viel in sich. So, wir brauchen noch 1200. Kriegen wir, glaube ich, in der Runde hin, oder? Ja, wunderbar. Oh Gott, ist das eine Katastrophe. Was ist das denn hier? Ja, mega, mega wasted. Oh shit, komm, lass mich nicht im Stich, Alter. Ich kick die Krise bei dem Spiel, das ist unfassbar. Nee, ich kann das nicht. Nee. Nee.
krieg ich auch nicht hin. Da brauche ich bessere Token-Skills. Ist doch scheiße, ist das, ey. Ich krieg keine Mission hier, weil die angeblich alle so leicht sind. Hier, guck doch mal die. Ne, was ist denn das eigentlich? Und das ist nicht die schwerste Mission? Keine Ahnung, ich hab 5 Missionen gerade mal abgeschossen. Mann, das ist unfassbar. Jedes Mal die letzte Runde ist es fast. Gefühlt. Traurig, aber so ist das halt. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei der nächsten, bei Somk. Somk sehen wir hier. $50 als Belohnung kriege ich hier gerade mal. Lächerlich. Aber ja, so ist es halt. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.